Zum Auftakt der Oktober-Sitzungsfolge des Südtiroler Landtages stand die aktuelle Fragestunde auf der Tagesordnung. Auf 19 Fragen der Abgeordneten antworteten die Mitglieder der Landesregierung. Darunter waren unter anderem Anfragen zur Mitarbeitersituation an den Krankenhäusern Schlanders sowie Brunnig und Innichen oder zu den Tiny Houses in Südtirol. In der Zeit der Opposition wurden dann mehrere Anträge behandelt. Abgelehnt wurde ein Beschlussantrag von PD Demokratischer Partei, mit dem ein Aktionsplan für die einheitliche Digitalisierung des Sanitätsbetriebs vorgeschlagen wurde, ebenso wie zwei Anträge der Südtiroler Freiheit. Einer davon befasste sich mit der Verminderung bzw. dem Stoppen der Bodenversiegelung, der zweite mit der Effizienz des Postdienstes im Land. Ein Nein gab es auch für einen Beschlussantrag der Freien Fraktion, der den Wert der Bildung thematisierte und forderte, Lehrkräfte gerecht zu entlohnen und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Im Rahmen der Landtagssitzung gab es zudem eine Anhörung des Generaldirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebs, Christian Kofler. Dabei beschrieb Kofler nicht nur den Status quo im Sanitätsbetrieb, sondern ging auch auf die drei Schwerpunkte ein, die in den kommenden Jahren angegangen werden müssen. Die Stärkung der wohnortnahen Grundversorgung, die Reduzierung der Wartezeiten sowohl in der Notaufnahme als auch bei den Facharztvisiten und die Digitalisierung. Eine Baustelle, so Kofler, die es gelte, in den kommenden 2 bis 3 Jahren zu schließen, damit die Digitalisierung eine Hilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes sowie die Bürgerinnen und Bürger ist. Anschließend stand der SABIS-Generaldirektor den Abgeordneten Rede und Antwort.